Ich mache ja nicht oft Schwangerschaftstests. Deswegen habe ich schon wieder vergessen, wie es geht. Siehst du? Hä? Wenn ihr Ergebnis schwanger lautet. Was ist denn schwanger? Ach, das ist nicht schwanger. Oh Gott. Du bist schwanger! Oh mein Gott! Als Mama schwanger, Mama bekommt ein Baby. Sieht man's? Sieht man's? Geht, ist noch relativ klein. Also, sieht es aus, als hätte ich gegessen, oder? Warte, ich mach mal den Schwangerschaftsbauch, den man immer auf Social Media sieht. Hallo Leute, hier ist Hazel und ich bin schwanger. Wie ist das Ganze passiert, fragt ihr euch? Ja, da gehe ich nicht so ins Detail, da hättet ihr in Biologie einfach aufpassen müssen. Die Menschen, die meine Videos die letzten Jahre aufmerksam geschaut haben, wissen sicherlich, dass Dirk und ich die weitere Kinderplanung sehr zögerlich angegangen sind. Natürlich auch aus guten Gründen. Das, was ich immer in meinen Videos versucht habe zu vermitteln, ist, dass für mich und für Dirk unsere Beziehung an erster Stelle stand. Also es war für uns am wichtigsten, dass wir erstmal an unserer Beziehung arbeiten, dass wir wieder eine ganz normale Beziehung haben mit viel Zweisamkeit, mit vielen Dates, mit vielen Gesprächen. Wir haben halt einfach gemerkt nach dem ersten Kind, dass es ein bisschen anders geworden ist, dass man viele Streitereien hatte, weil man unterschiedlicher Meinung war, weil man plötzlich in eine neue Situation geworfen worden ist und man plötzlich Schlafmangel hatte, wenig Zeit füreinander. Man hatte das Gefühl, man hatte nur noch so eine Zweckbeziehung, wo man die Schichten gegenseitig einteilt, damit man überhaupt noch zu etwas kommt. Aber mittlerweile hat sich das ja geändert. Einfach aus der Tatsache, dass die Kinder halt auch groß werden und selbstständiger werden und auch in die Kita gehen und man plötzlich ganz viel Zeit zusammen hat. Weil man dann auch sein eigenes Bett wieder hat, ohne Kind. Ja, und da passieren dann Sachen, die passieren. Aber wichtig ist für uns, dass wir halt einfach zusammen entschieden haben, dass wir bereit wären für ein zweites Kind. Es kam dann doch ein bisschen schneller als gedacht. Wir sind das Ganze immer noch zögerlich angegangen. Ich kann euch sagen, man kann auch 4 Tage vor dem Eisprung schwanger werden, auch wenn man das nicht erwartet. Also in dem Monat, wo wir den positiven Test gemacht haben, haben wir es absolut nicht erwartet, dass es passiert. Wir haben es tatsächlich auch für so ein paar Monate später geplant. Also man sagt ja, man ist bereit, aber wann es denn wirklich passiert, kann man nicht so ganz kontrollieren. Und manchmal ist es auch gut so, dass Dinge einfach passieren, weil da muss man sich nicht so viele Gedanken machen. Man steckt dann jetzt halt einfach da drin und muss da jetzt durch. Und ich bin auch sehr, sehr froh, dass Mutter Natur uns 10 Monate Vorbereitungszeit schenkt. Die braucht jeder. Egal, wenn man sagt, ich bin jetzt bereit. Wenn das Kind dann jetzt wirklich vor der Tür steht, wäre man nicht bereit. Die 10 Monate sind gute Vorbereitungszeit. Auch wenn es schon die 2. Schwangerschaft ist, ist diesmal alles ganz, ganz anders. Auch angefangen schon so damit, dass wir uns viel sicherer fühlen und somit halt auch dieses Video hier zum Beispiel viel früher drehen als beim ersten Mal. Und wir haben auch Freunde und Familie es viel früher gesagt als beim letzten Mal. Die Reaktion von Familie und Freunde war schon allein dieses Mal anders, weil es war einfach halt das 2. Kind und Mama hat einen Lieblingsbau. Wirklich? Ja. Nein, echt jetzt? Ja, was soll man sagen? Die meisten Leute sind halt einfach nicht überrascht. Es ist jetzt nicht so, boah,
war das geplant, sondern so, ja, wir haben es uns schon gedacht, irgendwann kommt irgendwas. Und dieses Mal war es ja auch einfach nochmal ganz anders, weil wir einfach halt schon ein Kind haben, was wir in diesen ganzen Prozess mit einbezogen haben, und er hat halt einfach jeden erzählt, den er getroffen hat. Es wird keine Reaktion von meinen Eltern geben in diesem Video, weil mein Sohn das meinen Eltern schon gesagt hat. Die haben natürlich darauf gewartet, so bis sie es dann wirklich erfahren, aber die meinten, ja, das wussten wir eigentlich schon. Er hat immer wieder gesagt, dass Mama ein Baby im Bauch hat, aber wir dachten, er meint so, ja, jede Mama hat ja irgendwie ein Baby im Bauch irgendwann. Die haben es ihm zwar nicht so krass geglaubt, sie dachten einfach, dass er von Natur aus denkt, dass jede Mama irgendwie ein Baby im Bauch hat, weil er auch mal in meinem Bauch war. Aber sie haben es ja wahrscheinlich irgendwo geahnt. Meine Eltern haben sich zwar gefreut, aber es hat sie wirklich nicht interessiert. So, die haben, nachdem ich gesagt habe, dass ich schwanger bin, sofort meinen Bruder angerufen und gefragt, deine Schwester ist schon wieder schwanger, wann bist du schwanger? Also mäßig, wann bekommt er ein Kind? Er ist halt der erstgeborene Sohn und da sind meine Eltern noch ein bisschen so altmodisch, dass die Enkelkinder vom Sohn höchste Priorität haben. Meine Eltern lieben natürlich jedes Enkelkind und kümmern sich auch immer sehr, sehr gut und passen sehr, sehr oft auf, machen ganz viele Übernachtungspartys. Aber für die ist es halt einfach so eine Checklist. Der erstgeborene Sohn, Checklist. Eine Sache, die auch anders ist und deswegen diese zweite Schwangerschaft nochmal besonders macht, ist einfach, dass es keine Pandemie-Schwangerschaft ist und Dirk mich zu jedem Frauenarzttermin, zu jeder Feindiagnostik begleiten darf. Und das ist halt super spannend und auch sehr besonders. Und was für mich am allerallerschönsten ist, ist, dass halt auch im Freundeskreis die Kinderplanung losgeht. Es sind gefühlt alle schwanger und es ist halt einfach schön, das dann doch zusammen zu machen. Beim ersten Mal waren wir noch die Ersten. Und ich weiß jetzt schon, was ich von dieser Person ausleihen werde und von dieser Person ausleihen werde. Und ich weiß, dass ich nichts kaufen muss. Und das ist einfach ein sehr, sehr schönes Gefühl. Plus einfach dieses extreme Selbstbewusstsein, was wir jetzt halt einfach haben. Wir wissen ganz genau, was uns erwartet und wir freuen uns drauf. Wir haben weniger Angst, mehr Freude. Ich glaube, du hast vergessen eigentlich. Es kann auch sein, dass wir vergessen haben, wie es war. Und da zu einer Schwangerschaft nicht nur eine Person gehört, sondern auch noch eine zweite, kommt jetzt mein Mann hier rein. Aber ich würde nie sagen, wir sind schwanger, weil eigentlich nur sie schwanger ist. Aber du hast es einmal aus Versehen gesagt und hast es wieder korrigiert. Das war schon vor ein paar Tagen oder so. In meinem Blog sogar. Echt? Ja. Oh mein Gott, wie cringe. Sie muss ja mit den körperlichen Konsequenzen leben. Sie hat die Schmerzen, die Bauchschmerzen, alles, die Übelkeit. Ich habe nichts davon. Nur manchmal eine schlecht gelaunte Frau, aber das ist wahrscheinlich nichts dazu, dass sie allein muss. Ja. Also, Freunde, immer wieder der Tipp, sagt nicht, wir sind schwanger, die Frau ist schwanger. Ja. Aber trotzdem, was mir halt aufgefallen ist in letzter Zeit ist, ich bin schlecht gelaunt und ich weiß, dass ich schlecht gelaunt bin. Ich weiß, dass ich eine Hexe bin, aber ich kann es nicht abschalten. Aber wie Dirk darauf reagiert, finde ich in den letzten Tagen sehr gut. Er sagt einfach, ja, die Mama geht halt nicht so gut, deswegen ist sie schlecht gelaunt. Oder es passiert so oft, dass ich einfach um 18 Uhr hier auf dem Sofa einpenne und du dann einfach die Nachtschicht übernimmst, obwohl nicht deine Schicht ist und ja, so. Normal. Ja. Hey, so sagt es so lockerflockig. Aber ich habe da schon ein bisschen Schiss. Es ist halt ein zweites Kind. Und man sieht bei den Freunden, wir haben jetzt viele Freunde, die auch ein zweites Kind haben. Und da sieht man, das ist gar nicht so leicht, wie sie denken. Denk mal, wir haben jetzt voll das entspannte Kind. Wir können mit ihm reisen und alles. Und wir vergessen einfach, dass das andere Kind auch komplett anders sein kann. Stimmt. Oh, wir mussten uns schon so oft anhören, wie viel Glück wir mit unserem Kind haben. Also manchmal bin ich von dem Spruch echt genervt. So, ja, ihr habt ja auch Glück mit ihm. Er ist auch voll einfach. Ich weiß nicht, es kommt vielleicht manchmal so rüber, so vor, auch so vor anderen Leuten, dass er vielleicht einfach aussieht, so weil er super aktiv ist und super viel redet und kommuniziert. Aber ja, zu Hause ist es dann manchmal anders. Zu Hause ist es dann manchmal doch Kinder anstrengend. Sind schon anstrengend. Aber es lohnt sich, hoffe ich.
Nein, es lohnt sich. Ich stelle es mir so vor, dass wir auf jeden Fall vormittags, ja, wenn er in der Kita ist, doch noch diese Neugeborenenzeit genießen können. Und viel schlafen. Ja, zwar nur halbtags, aber wir haben viel gelernt, und zwar, dass wir viel schlafen. Schreibt mal in die Kommentare, habt ihr ein zweites Kind? Ich glaube, es ist anstrengend. Weil man hört ja auch, wenn alle krank sind, uff. Ich habe auch voll so ein bisschen Angst, weil ich immer so zu viel TikToks gucke. Und die meinten dann so, guck mal, wir machen doch jetzt noch alles gemeinsam. Ne? Wenn wir frühstücken gemeinsam, wir bringen in die Kita gemeinsam. Aber irgendwann, wenn das zweite da ist, machen wir nur noch einer etwas mit einem Kind. Ich habe ein bisschen Angst davor. Wir können jetzt auch gerade reisen mit dem Kind. Das mit dem zweiten. Schwierig. Aber wir bleiben trotzdem hoffnungsvoll, weil wir wissen ja, die werden älter. Also wenn das zweite Kind irgendwann das Alter von dem jetzigen Kind erreicht, ist, glaube ich, alles easy. Dann sind wir durch, ja. Also wirklich durch. Nie wieder schwanger. Also nie wieder körperlich schwanger sein. Das war meine Meinung. Es wird schwierig, aber es wird machbar sein. Sollte es nicht einfach werden und es Probleme auftreten und so, wollen wir natürlich versuchen, auch mal über solche Themen zu sprechen und auch die Realität zu zeigen. Weil ich kriege schon manchmal viele Kommentare, dass es bei mir alles einfach aussieht. Aber manchmal kriege ich auch voll viele Kommentare wie, bei dir sieht es so aus, als wäre dein Tag 30 Stunden. So, wenn ich mal einen Tag voll viele Storys mache, da sieht es immer so aus, als ob wir viel erleben und so. Aber ja, es ist alles doch gar nicht so leicht, wie es aussieht. Aber egal. Es gibt auch noch einen weiteren Grund, warum ich dieses Video jetzt doch so viel früher mache, als wie zum Beispiel bei der ersten Schwangerschaft. Und zwar habe ich mir einfach dieses Mal vorgenommen, meine Schwangerschaft videografisch festzuhalten auf meinem Vlog-Kanal. Deswegen ist das jetzt die Ankündigung für euch, die da draußen sich vielleicht für das Thema Schwangerschaft und Elternschaft interessieren. Folgt gerne meinem Vlog-Kanal. Ich habe nämlich jede Schwangerschaftswoche mitgevloggt, einfach um meine Symptome festzuhalten, um meine Übelkeit festzuhalten, um alles da drin festzuhalten. Ich habe da auf jeden Fall schon einige Vlogs vorgedreht und werde da im wöchentlichen Rhythmus hochladen. Folgt dem Kanal gerne. Was ich jetzt auch richtig cool finde, ist einfach, dass ich kein großes Geheimnis mehr daraus mache, wie bei der ersten, weil bei der ersten war ich auch immer so paranoid und wollte nicht die Wohnung verlassen, vor allem in den letzten Wochen, wo man das dann halt sehen konnte. Aber jetzt denke ich mir so, boah, selbst wenn irgendein Follower mich sieht und meinen Babybauch erkennt und das jetzt irgendwo drunter kommentieren würde, es wäre mir eigentlich egal. Aber es ist noch nicht passiert. Also ich bin tatsächlich doch noch die Erste, die es meiner Community sagen darf. Mein Sohn hat es mir schon alles vorweggenommen, so was Familie und Freunde angeht, aber euch darf ich es sagen. Wie ihr wisst und wie ich euch halt auch versprechen kann, ist, dass sich auf diesem Kanal hier nichts besonders ändern wird. Ich werde weiterhin die Videos droppen, die ich droppen möchte. Und ich habe auch schon viele Videos geplant, die ich auch umsetzen werde. Was ich euch noch sagen wollte, ist, dass ihr mir auch gerne auf Instagram folgen könnt für so Daily Updates. Und weil ich wahrscheinlich jetzt in diesem Moment ein wunderschönes Foto gepostet habe. Pregnancy Announcement Fotoshooting. Also halt einfach ein Fotoshooting. Ich fand es auf jeden Fall super schön, dass wir auch das Stadion eines kleinen Bauches festhalten konnten. Weil sonst haben wir immer nur so Fotos, wo der Bauch so riesig ist. Aber die mit dem kleinen Bauch sind auch sehr, sehr schön. Checkt diesen Post also gerne mal aus. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr aufgeregt, aber ich freue mich sehr, sehr, sehr doll. Spoilert mich gerne in den Kommentaren, wie anstrengend es sein wird mit zwei Kindern, weil ich bin so eine Person, die vorbereitet sein möchte auf das Schlimmste. Ich bin nicht so, ich möchte nur positive Nachrichten lesen. Ich bin wirklich das Gegenteil davon. Deswegen bin ich auch manchmal zu viel auf TikTok. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, dann solltet ihr das auf jeden Fall nachholen. Weil wie gesagt, auf diesem Kanal werden weiterhin coole Videos droppen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten coolen Video.